Für Köln muss man immer Zeit haben. Bin fast heute den ganzen Tag in Köln. Ja, die drei großen Themen haben zum Teil auch viel mit Köln zu tun. Das eine Thema ist innere Sicherheit. In Köln ein wichtiges Thema. Einbruchskriminalität. Kölner Silvesternacht, leider zum Synonym überall in der Welt geworden. Zweites großes Thema, was mir viele so am Stand erzählen, ist das Thema Bildung. Wie häufig Unterricht ausfällt, das ist für Kinder, wo Eltern nicht helfen können, ein echtes Bildungshemmnis. Und das sind Baustellen, die wohl viel Zeit, viel Geld in Anspruch nehmen. Aber in Kinder zu investieren, ist eigentlich das Beste, was man tun kann. Und das dritte große Thema sind Arbeitsplätze. Ich finde, sozial gerecht ist nicht unbedingt Hartz-IV-Sätze zu erhöhen, sondern jemand raushelfen, dass er nicht mehr Hartz-IV beziehen muss. Und wir haben überall in Deutschland gutes Wirtschaftswachstum, mehr Arbeitsplätze. Aber hätten wir nur so viel wie die anderen deutschen Länder, hätten wir 100.000 Arbeitsplätze mehr in Nordrhein-Westfalen. Und das ist ein Ziel, das wir uns setzen sollten. Die vielfältige Industrie, die wir haben, Automobilindustrie in Köln, chemische Industrie Köln-Leverkusen, im Sauerland viele Automobilzulieferer, alles das macht das Land aus. Und ich habe den Eindruck, im Moment macht man eher Belastungen für die Unternehmen und die, die was unternehmen wollen, anstatt dass man ermöglicht, dass hier investiert wird. Deshalb muss das dritte Thema Arbeitsplätze hier halten ein ganz wichtiges Thema sein. Und das letzte, das hängt damit zusammen, braucht man in dieser Stadt nicht zu erklären, die Verkehrspolitik ist ein Chaos. Jeden Morgen WDR 2, 400 Kilometer Staus ist ein Chaos. Wir haben in Berlin dafür gekämpft, dass es endlich mehr Geld für den Westen gibt. Wir haben über Jahre den Aufbau Ost bezahlt, was auch in Ordnung war. Und im Westen sind die Brücken und Straßen im schlechten Zustand. Und jetzt gibt es Geld aus Berlin. Jetzt gibt es Geld aus Berlin. Und jetzt ruft Nordrhein-Westfalen das Geld nicht ab, weil die Pläne nicht fertig sind. Und da sage ich, wir müssen planen, 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 damit das Geld hier bleibt und nicht nach Bayern geht. Wir haben genug Brücken und Straßen, die Hilfe brauchen und deshalb muss das schneller gehen. 14. Mai, alle wählen gehen, beide stimmen für die CDU. Sag Ihnen, was Herr Seehofer gemacht hat. Seehofer hat alle wirtschaftlichen Vertreter an einen Tisch geholt und hat gesagt, bis 2016, bis 2018 so und so viele Arbeitsplätze für Flüchtlinge. Das ist aber in Bayern. Wissen Sie, was unser Arbeitsminister gemacht hat? Er hat einen Appell an die Wirtschaft gestellt. Wir wollen den Weg gehen, den Bayern gegangen ist, weil wenn Menschen arbeiten, kommen sie auch weniger auf dumme Ideen. Also, wir wollen, dass der Unterrichtsausfall in Nordrhein-Westfalen genauso niedrig ist wie in Bayern. Wir wollen, dass hier mehr Lehrer eingestellt werden, dass man sich aktiv um die Lehrerausbildung kümmert. Und diese Partei, die momentan in Düsseldorf regiert, deren Bundesvorsitzender sagt, wir wollen keine befristeten Beschäftigten mehr haben und diese deutlich reduzieren. Ja, meine Damen und Herren, warum fangen wir nicht dann mal bei den öffentlich Bediensteten in NRW an? Es kann nicht sein, dass ein Lehrer dann im Juni gekündigt wird, um dann im September und Oktober wieder anzufangen nach den Sommerferien. Und das ist etwas, was nicht in Ordnung ist.